Dein Business funktioniert nur gut, wenn du gute Entscheidungen triffst. Und damit du ab jetzt noch bessere Entscheidungen treffen kannst, habe ich 7 Tipps für dich, die bei mir dazu gewirkt haben, dass ich Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr bessere Entscheidungen treffe, die mein Business noch besser voranbringen. Also, legen wir los. Tipp Nummer 1. Und das ist schon ein Tipp, den 80% mindestens meiner Geschäftspartner umsetzen sollten, damit ihr Business schneller vorankommt. Wir treffen so viele Entscheidungen einfach darüber, dadurch, dass unser Ego sagt, das ist unser Ding, das machen wir so und so und da geht nichts dran vorbei. Gerade im Online-Marketing und gerade bei einem größeren Business ist es aber so, dass du dein Ego beiseite stellen musst und wirklich gucken musst, was ist besser? Was führt zu mehr Umsatz? Was ist besser für die Firma? Und da lohnt es sich immer, einen Blick auf die Zahlen, Daten, Fakten zu setzen, auf die Statistiken und nicht sein Ego entscheiden zu lassen. Tipp Nummer 2. Treffe keine Entscheidung bei schlechter Laune. Das kann nämlich richtig dein Business in die Kacke reifen. Das habe ich 2-3 Mal gemacht, emotional, kurzfristig bei schlechter Laune eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe die Konsequenz danach regelrecht gespürt und meistens waren es direkt Umsatzverluste oder Möglichkeiten, die mir mehr Umsatz eingebracht hätten, die ich aber durch schlechte Laune einfach weggekackt habe. Wenn ich also schlechte Laune habe, dann antworte ich erstmal gar nicht, außer wenn es nicht anders geht, ne? Dann sage ich erstmal, okay, warten wir erstmal, Entspannung. Aber oftmals hast du ja bei einer E-Mail oder bei einer Information, du bekommst die Möglichkeit, mindestens 24 Stunden zu warten, bevor du antwortest. Und hier ist es gut, erstmal bessere Laune zu kriegen und mit der besseren Laune dann auf eine entsprechende Antwort oder eine entsprechende Entscheidung zu setzen. Wie sieht es bei dir aus? Triffst du auch manchmal mit schlechter Laune Entscheidung? Erzähl mir gern was in den Kommentaren. Ich bin gespannt, wie da eure fatalen Entscheidungen auf euer Business sich ausgewirkt haben. Tipp Nummer 3. Schau dir einfach mal an, wie Mitbewerber, die auch gut laufen, ihre Entscheidung treffen. Und manchmal sollten das nicht nur Mitbewerber sein, mit denen du dich gut unterhalten kannst oder die du gut findest, sondern es ist auch immer ganz gesund für das eigene Business zu gucken, was machen die Mitbewerber, die du gar nicht leiden kannst, die du eigentlich von der Positionierung richtig scheiße findest oder auch ihr Branding richtig scheiße findest, da mal hinzugucken und zu überlegen, okay, ja, so machen die das, vielleicht macht das Sinn, da auch was von zu lernen. Macht manchmal wirklich Sinn, auch wenn das auch wieder auf das gleiche Thema einzahlt, auf Ego. Tipp Nummer 4. Hole dir eine Meinung von Menschen, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und das ist eigentlich völlig logisch und trotzdem machen wir es nicht. Wir entscheiden Tag für Tag irgendwelche Sachen und manchmal sind die richtig wertvoll, die Entscheidung, beziehungsweise werthaft, dass das halt auch richtig in Karren gefahren werden kann, dadurch durch so eine Entscheidung. Und da macht es manchmal Sinn zu sagen, okay, ich frage den und den, der hat die Entscheidung bestimmt schon getroffen und wenn nicht, hat er bestimmt eine Meinung dazu. Aber hier ist es auch wichtig, nur auf Menschen zu hören, die halt entweder da sind, wo du hin willst, oder in der Leiter, in der du läufst, mindestens auf der gleichen Höhe sind. Es macht nicht Sinn, hier irgendjemanden zu fragen, der gar keine Ahnung von Thema hat, sondern es sollte auf jeden Fall schon jemand sein, der die Entscheidung schon getroffen hat und am besten auf der gleichen Höhe oder einer Karriereleiter weiter oben steht. Nummer 5. Schaffe dir Raum, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist bei jedem ein bisschen was anderes. Wenn ich einen ganzen Tag im Support drinne bin, E-Mails schreibe oder an operativen Geschäften unterwegs bin, dann fällt es mir schwer, Entscheidungen zu treffen, die mein ganzes Business beeinflussen. Denn dort, in diesem Moment, ist meistens der Arbeiter Lars am Start und nicht der Chef Lars. Ich habe dir schon mal erläutert in einem anderen Video, dass es wichtig ist, dass du 2 Persönlichkeiten hast. Ein Chef, der das Ganze aus der Makroperspektive sieht und ein Umsetzer, Arbeiter, der das Ganze auch wirklich umsetzt und nicht nur die Strategie umsetzt, also nicht nur die Strategie plant. Und da ist es wichtig, wenn du gerade am Arbeiten bist, am Hasseln, aus der Perspektive rauszugehen und dir Raum zu geben, aus der Makroperspektive eine gute Entscheidung zu treffen. Und bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich jogge gehe. Alle 2-3 Tage gehe ich joggen, eine Stunde raus, und dann sage ich mir, okay, erstmal Luft ablassen und dann nach einer Stunde ungefähr kann ich richtig gute Entscheidungen treffen. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich in eine Badewanne gehe. Da kann ich richtig gut entspannen und auch gute Entscheidungen treffen.
Wie ist es bei dir? Welche Momente nutzt du, um gute Entscheidungen zu treffen, in denen du auch wirklich entspannt bist? Tipp Nummer 6, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Meide ich etwas, was mich an meinem Erfolg hindert? Dazu ein kleines Beispiel. Wir haben verschiedene Aufgaben in unserem Business zu erledigen. Einige Aufgaben machen uns mehr Spaß, andere machen weniger Spaß. Und wie eben schon erwähnt, hast du da auf der einen Seite den Chef, der die Makroperspektive ansieht und manchmal sagt, die und die Aufgaben sind super wichtig. Ein oder zwei Tage später setzt sich aber der Arbeiter, der Umsetzer hin und sagt, boah, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock, das verschiebe ich mal wieder nach hinten, ich mache erstmal das und das und das. Weil es leichter ist, schneller umzusetzen, gleich Ergebnisse erzielt. Aber manchmal wird diese Frage, meide ich etwas, was mich am Erfolg hindert, mit Ja beantwortet. Und dann ist es wichtig, dass du dich trotzdem mit der Aufgabe beschäftigst, die jetzt wichtig ist für deinen Erfolg, für dein Vorankommen in deiner Firma und nicht mit dieser Aufgabe, die am meisten Spaß macht oder jetzt mal ein paar Cent mehr einbringt. Das ist auch manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, aber unglaublich wichtig, dass du das für dich umsetzt und auch klar hast, meide ich gerade etwas, was mich an meinem Erfolg hindert. Und der letzte und siebte Punkt und damit der langfristigste Punkt bei positiven Entscheidungen, bei erfolgreichen Entscheidungen heißt, ich habe nur ein Leben. Will ich das wirklich? Und das ist oftmals bei Entscheidungen, die nicht unbedingt jetzt im operativen Business wichtig sind, aber die die Gabelung in deinem Business erzeugen. Und das muss meistens auch der Chef in dir entscheiden und wirklich überlegen. Wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, wird die mehr oder weniger Geld einbringen? Das ist natürlich die klare Frage beim Business, aber es muss auch immer gefragt werden, willst du das wirklich? Wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, wo du jetzt 10 Jahre lang vielleicht mehr Geld verdienst als bei der anderen Entscheidung, aber 10 Jahre lang eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietest, auf das du gar keinen Bock hast, was dich so richtig niederreißt und du dann vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren das Business hinwirfst, nur weil du gar keinen Bock drauf hast, dann ist es vielleicht wichtig zu fragen, ich habe nur ein Leben. Will ich das wirklich? Will ich meine Zeit damit verschwenden oder sollte ich lieber in die andere Richtung gehen, auch wenn die nicht ganz so erfolgsversprechend klingt? Während die ersten 6 Punkte und Impulse mehr dazu dienen, noch mehr rauszuholen auf rationaler Ebene, ist der siebte Punkt mehr dazu gedacht, mehr Freude und Spaß in dem Leben zu haben. Denn am Ende ist es nicht unbedingt wichtig, ob wir 1 Million, 2 Millionen oder 3 Millionen gemacht haben, aber es ist schon wichtig, ob wir ein glückliches Leben mit uns führen. Und mit dieser Frage, mit diesen Ansätzen, entlasse ich dich heute gerne aus diesem Video und ich habe mehrere Fragen dazu an dich gestellt und bin jetzt sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ansonsten Abo da lassen, Video liken und lass die Glocke ertönen, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Win-Win-Marketer Lars Bielawski, bis später.